Willkommen zurück bei Gasstation Simulator. So, wir machen weiter mit unserem Imperium hier. Wir haben gerade keine Kundschaft. Das ist ja mal was Neues. Das ist schön. So, und ist sehr, sehr schön. Autos betankt. Wollte ich irgendwas machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Meine Güte, das ist erst eine Stunde her nach der letzten Folge, die ich aufgenommen habe. Und haben wir hier? Nein, hier haben wir auch nicht mehr. Genau, ich wollte die bestellen, ne? Braucht dringend Alkohol, das war's. Aber auch dringend Sachen für die Werkstatt. Gut, das jetzt nicht. Das jetzt auch nicht unbedingt. Aber Spiegel und Reifen brauche ich. Gut, ich muss erst das bestellen. Sonst wird das hier nichts. Mit dem Aluhul. Gut, warte mal. Haben wir gleich. Einmal Lieferung, Autoteile. Und die Reifen sind immer noch so teuer, ne? Wären die nicht irgendwann mal billiger? Wir brauchen einen Spiegel. Also zumindest die sind billig. Aber Reifen brauchen wir auch ein paar. Da führt Leute kein Weg dran vorbei. Oh, nehmen wir davon mal 8 Stück. Oha. Gut, lagermäßig Post ist, geldmäßig nicht. Gut, dann nehmen wir 6 Reifen, 8 davon. Sind wir wieder, Leute? Oh! Mensch, Junge, was scheint mir nicht so? Stell hier plötzlich vor der Kasse. Ja, Mittel. Einmal das. Danke. 2x Kunde an Kreschdorf. Jo, machen wir sofort. Wir brauchen Geld. Definitiv. Jo. Die Dinger kaufen sie echt gut. Oh, hallo. Großeinkäufe sind auch immer gut. Da steht der nächste Kunde. Jo, und da kommt wieder ein Kunde. Die beschweren sich alle, weil kein Alkohol da ist, ne? Müll ist auch voll. Jo, jetzt kommt wieder alles auf einmal. Kommt doch, Mensch. Wir sind ja auch kein Supermarkt. So, jetzt wartet ihr einmal kurz. Ich muss hier auch einmal kurz betanken, sonst hauen die bringen mir Geld, sonst hauen die mir hier ab, du. So, ich hätte auch gerne, ehrlich gesagt, einen zweiten angestellt, der sich hier so ein bisschen um Sauberkeit und so kümmert. Allerdings muss ich den hier erstmal eine Hütte bauen. Ja, oh. Und erstmal kommen alle holen und so. Wir können uns momentan keine weiteren Angestellten leisten. Aber das kriegen wir alles hin. Dann kriegen wir alles hin. Jo, Müll kümmern wir uns auch gleich drum. Wir brauchen Schotter. Und ich hoffe, dass bald mal Reifen billiger werden. Die gehen da ja auch weg wie warme Semmel. Gut, gut. Aber dafür kaufen sie jetzt auch richtig viel, Leute. So muss es sein, so muss es sein. So, weg mit dir, der nächste Kunde. Ich muss meine Lieferung annehmen, Mensch. Vorne Werkstatt. Oh, da kümmert sie sich drum. Gut. Gott sei Dank. Ja, oh, mein Müll ist auch voll. Ich weiß, ich weiß. Nein, da kommt schon wieder der Partybus. Tu, der hat Not. Jetzt muss aber ganz dringend, sonst ist hier gleich wieder alles völlig verdreht. Ja, oh, Mensch, hör auf zum Megahan. Anstatt zum Megahan kannst du lieber mal den Müll mitnehmen. Danke. Jo, eindeutig der Partybus. Oh, gut, den sieht die Bude gleich ja wieder aus wie bei Hebels und am Sofa. So, sie dürfte sich eigentlich gleich um die Kunden da kümmern. Yo, bin schon da. Der Partybus, gleich ist die Bude voll, ich weiß. Muss auch mal einmal kurz dort hier machen. Die ist ja nicht zu überhören. Gut. Jo, Rinder. Noch mehr. Seh zu, dass du wegkommst. Seh zu, Junge. Ich hab Kundschaft. Die Star Trek Convection hat ausgegangen. Komm. Sehr wichtig. Genau. Einmal zu und dahin. Kunde an Kraschdorf. Jo. Muss aber einmal kurz in die Werkstatt. Ganz schnell. Oh, warte mal. Einmal kurz hier die Reifen rein. Holen wir zumindest ein paar. Und einmal kurz die da auffüllen. So. Rübe, ich komme. Kunde an Krosse 6. Da sind die Partygäste. Jo. Moment. Einmal er hier, der bringt mehr Geld. Da ist auch noch einer. Jo, ich komme gleich zu euch. So, ja, ich hätte gerne einen weiteren Angestellten. Have a nice day. Wunderbar. Jo, bin doch schon da, Mensch. Oh, ist das 9 Stück an der Kasse, du. Oha, du. Regal, ich glaube, Regale muss sich auch irgendwas noch bestellen. Ne? Irgendwie sowas war das. Die Partybusse sind ja gut, die bringen Geld. Nichts gegen zu sorgen. Kunde in Werkstatt, das muss sie machen. Aber die kommen auch echt immer im falschen Moment. Have a nice day. So, wie ich mit dir, der Nixi. Gut. Volle Hütte hier, du.
Sorge, die verbraucht jetzt natürlich die Reifen nicht wieder so schnell. Jo, Alkohol gibt's irgendwann noch. Immer mit der Ruhe. Woher er jetzt mal wieder Kohle? Ja, Müll ist auch schon wieder voll, dabei habe ich gerade erst ausgeleert. Jo, ich sag doch, ich brauche ordentlich Stille. Have a nice day. Sehr schön, der nächste bitte. Danke. Ja, ganze Hüte ist voll, du. Geht alles los hier. Super, yo. Weg Godzilla, der nächste Godzilla, gut. Thanks a bunch. Oh man, nimmt das hier auch mal ein Ende. Kraftstoff habe ich auch schon wieder, Löde. Naja, werden weniger, Gott sei Dank. Muss ja erstmal hier die Partygemeinschaft abkassieren, du. Vorsicht, die bereiten sich aber auf Karneval voll. Sorgen, bleib im Korb. Sehr schön, der nächste bitte. Da steht ja schon wieder neu erkundet. Oh, die Polizei. Gut. Dahin. Da. Wollt ihr aber auch alles kaufen, ne? Wenn ihr welche Alkohol hätte, du denn. Oh, der würde sich wahrscheinlich noch rumrondalieren. Boah, man nimmt das hier auch mal. Sag mal, hängen die da am Klavier fest oder was? Sieht fast so aus. Ich glaube, das Klavier steht da ungünstig. Vielleicht mal umplatzieren nachher. Dabei ist es nur Deko. Jo. Nein, ey, das kommt davon, wenn man nebenbei auf die Kraftstoffanzeige achtet. Nö. Ich muss hier auch mal kurz tangen, Mensch. Have a nice day. Sehr schön, du Oma. Great job. Weg mit euch. Yo, ich bin schon da, bin schon da. Den darf hier gleich hier erstmal wieder aufräumen, wa? Zumindest grob das wieder gut Geld. Sehr schön. Ah, ich bin fast auf Level 6, wa? Wie viel da nicht mehr? Du Oma. Yo, die guten Paprika-Chips, die Oreros. Nochmal Paprika-Chips. Super! Jo, ich weiß, dass der Müll ist. Horrible. Ich kümmere mich gleich um den Müll, Mensch. Geh auch nicht alles auf einmal. Danke. Die hängt doch echt fest, du. How can you work here? So, jo, ich weiß ja Bescheid, Mensch. I swear. Beschwer dich nicht, hab schon mal gesagt. Nimm den Müll mit raus, wenn's dir nicht passt. Oh Mann, die Bude sieht ja aus, du. Oh, und der Partybus haut auch nicht ab, solange die da festhängen, ne? Gib mir her hier das Klavier. Genau. Das muss woanders hin. Das stelle ich mal hier hin. Hier stürzt zumindest keinen. Hm? Zack. So, ja, jetzt muss ich gleich erstmal die Wochenbestände. Ich muss hier noch einmal kurz. Kunde ein Kraftstoff. Oh, nein, Dennis, komm auch schon wieder. Okay. Okay, Moment, eins nach dem anderen. Okay, das war ein Titel zu wenig, aber ist nicht so schlimm, bezahlt haben sie. Jo, ich weiß, der Schmidt hier wieder was voll. Ich muss hier echt erstmal klar schief schaffen, das geht so nicht. Ja, Morderuf ist sogar. Jetzt lasst der mir hier durch den Laden, Alter. Ein bisschen gesunken. Ich weiß. Kriegen wir wieder hoch. Durch den Dreck hier, das wundert mich nicht, du. Absolut nicht. Jo, die haben hier die Regale vom Feinsten geplündert. Kriegen wir alles wieder hin. Alles. So, da liegt noch was. Da, hier auch noch mal. So, irgendwo liegt noch was. Jo, da. Muss noch irgendwo was sein. Da. Sehr schön. Gut. Moment. Ich muss einmal ganz kurz. Wollen die Regale gleich wieder auffüllen. Aber ich muss einmal kurz meinen Treibstoffstand überprüfen. So gut wie leer. Das war klar. Das war hier. Nee, Lieferung. Ich brauche Treibstoff. Das geht alles nix. Einmal bestellen. So, ist das Geld auch wieder weg.
Die Regale muss ich auffüllen? Ja, Leute, ich habe keine Zeit für den Moment. Was fehlt denn da hier? Diese Chipsdosen und so habe ich noch genug. Gut, so, davon fehlt ein bisschen. Und davon fehlt ein bisschen. Und die können wir auch nochmal hinlegen. Ich habe keine Chipstüten mehr, ne? So gut wie nicht mehr, du. Da einmal kurz auffüllen. Ah, die haben wir ja so viel drinstehen. Stellen wir die rein. Die rein. So. Das passt zumindest noch. Bin ja schon da. Bin auch Kunde an Kraftstoff auch schon wieder. So, Moment. Erstmal die. Die gehen vor. Yo. Kraftstofflieferung ist unterwegs, Leute. Super. Sehr schön, sehr schön. Den koste ich einmal kurz die hier schaffen ab. So. Dort kommt jetzt alles durch den Portibus. Weiß, Kraftstoffstatus ist niedrig. Ist unterwegs, ist unterwegs, ist bestellt. Sehr schön. So, mal, die Schlange wird hier auch mal länger, du. Gut, ich brauche dringend meinen Angestellten. Ganz dringend. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir noch halt erstmal eine Bude. Yo, ich bin da, ich bin da. Warte, 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 warte. Das muss rein, das muss rein. So, da, ich hab den Penis gesehen, den er daran geschmiert hat. Gut, kümmern wir uns auch noch drum. So. Zumindest habe ich hiervon noch ein bisschen was auf Lager. Dort ist ja schon mal was. Have a nice day. Wunderbar, der nächste. Ich krieg die Bude wieder auf Vorder, man. Dort kostet es, was es wohl ist. Zum Glück habe ich gerade keinen, der tanken will. Sehr schön wäre es echt, wenn die Reifen mal billiger werden würden. Have a nice day. Wunderbar, den einmal kurz aufbasen. Dort kriegen wir alle sehen. Wohl, jetzt ist ja schon wieder alles dreckig hier, ne? So, der Partybus ist inzwischen weg. Wunderbar. Die Bude muss sauber, sonst fühlt sich die Kundschaft nicht wohl. Das geht nicht anders. Sehr schön. Den kann ich ja auch gleich, hier sind wir auch gleich voll. Kunde an Kraftstoff, jo. Kriegen wir alles hin? Einen Moment. Yo, bin doch schon da, Mensch. Just as I wanted. So, da nochmal. Sehr schön. Oh, neuer Level der Popularität. Jetzt haben wir es geschafft. Und da haben wir wieder das mit dem Schlösser knacken. Das muss jetzt nicht sein. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, da kommen jetzt noch mehr Kunden, oder was? Erstmal den Müll hier raus. Das muss sein. Innen drin sind meine Wände auch schon wieder voll geschickt, wie es aussieht. Ne, das ist. Habe ich gerade gesehen. Ja, das gammelt hier auch schon wieder weg. Gut, gut. Hier, packen wir die nochmal hin. So, jetzt will ich einmal ganz kurz. Kunde in Werkstatt. Sie ist aber ausruhen. Sie ist gleich fertig mit ausruhen. Also daher. So, Reifen sind noch da, Spiegel sind noch da. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich noch alles habe. Da noch, ja, Kunde muss jetzt erstmal warten. Habt jetzt gerade keine Zeit für den Kunden. Sehr schön, sehr schön. Den muss ich einmal kurz hier die Toilette sauber machen. Sehr schön. Hier ist auch schon wieder Dreck. Jo, Kunden auch schon wieder an der Kerse. Kriegen wir alles hin? Es kommt ja zumindest im Moment sehr schnell Geld rein. So ist es nicht. Gut, gut. Damit wir das hier mal weiter ausgebaut kriegen. Wunderbar. Sehr schön. Oh, Oma ist da. Omi, okay. Hallo Omi, was willst du denn? Omi will Chips, warum nicht? Kekse für die weichen Zähnchen. Nochmal Chips. Sehr schön. Ja, Kunde an Werkstatt muss warten. Kunde kommt zum Tanken. Tanken bringt mehr Geld. Oh, will er auch tanken? Jo, raus aus dem Wagen, aber Dali. Genau. Sehr schön, die Kunde will auch tanken. Wunderbar, da ist wieder Kunde an der Kasse.
Sieh schon, das gibt zumindest alles wieder gut Geld. Sieh schon, das lüft doch. Wunderbar, warte mal, sie ist fertig mit Ausruhen. Du kümmerst dich jetzt um Kunde an Werkstatt, aber ich bezahl dich erstmal, würde ich sagen. Das wäre wohl das Wichtigste. Hier, Bezahlung. So. Den Aufkommen lese, Autos reparieren. Den beweg dich, Kunde wartet. Gut. Werkstatt gibt ja so gesehen eigentlich auch relativ gut Geld. Great job. Great job, ja, aber immer doch. So, geht aber noch. Hier muss ich jetzt nicht zwangsläufig sofort nachbestellen. Wo ich aber nachbestellen muss, ich habe bloß leider kaum Geld, du. Da ist auch kein Kunde im Moment. Oh, da kommt schon wieder jede Menge. Ich brauche Angestellten. Das geht alles nicht. Warte, ich muss mal was gucken. Angestellte. Ich kann gar nicht weiter einstellen. Doch, kann ich schon. Oh, sogar ein sehr guter. Tanken ist ja sehr gut. Reinigung ist ja sehr gut. Kassenreparatur da auch zwei. Der hat sogar überall drei. Ich glaube, ich brauche aber erstmal. Da brauchst du mich nur einer rein. Ein Wohnwagen. Oh, der wird dahin gebeamt. Warum nicht? So, den nehmen wir erstmal. Jo. Einstellen wir den ihn hier. Der ist sehr gut. Der ist sehr, sehr gut. Sehr schön. Haben wir ihn jetzt eingestellt? Ja, ne? Angestellte. Jo. Du, mein Freund. Du wirst jetzt erstmal reparatieren. Muss sie. Du wirst erstmal die Kasse bedienen. Hoffe ich zumindest, dass er es tut. Dass er gleich kommt. Dann kann ich mich echt mal erstmal um andere Sachen kümmern. Wie zum Beispiel Kraftstoff, wo gerade wieder Kunden stehen. Auch wenn es jetzt Geld gekostet hat und ich immer noch keinen Alkohol habe. Nice. Da guck mal. Sehr schön hier. Müll ist auch schon wieder voll. Nehme ich den auch gleich mit. Dort geht nicht mehr anders. Absolut nicht. Jo, er macht es. Sehr schön. Sie ist in der Werkstatt. Wunderbar. Ich hoffe, er macht das auch richtig. Ach, er ist schon Scanner in der Hand. Ich muss es da rüberziehen, oder was? Er macht es. Jo. Gut. Den können wir auch mal kurz putzen. Den kommt zumindest ins Geld rein. Hoffe ich. Und an der Werkstatt, das wird sie hoffentlich machen. Er nimmt mir zum noch ein bisschen Arbeit ab. Guck hier, da ist nämlich pausenlos und dran. Aber er macht es, ne? Er macht es. Sehr schön. Sie hat es auch in der Werkstatt gemacht. Den passt das zumindest. So, kann ich hier nochmal nachfüllen? Jo. Dürfen auch nochmal ein bisschen. Wunderbar. Gut, davon haben wir noch genau. Hier, hauen wir die nochmal hin. Sehr schön. Wunderbar, den gucke ich noch einmal kurz in der Werkstatt nach. Er hat sich darum gekümmert. Ich muss von draußen mich die Bude auch noch streichen. Reifen hat sie nicht mehr so viele. Das Spiegel geht noch. Das müsste ich mal noch bestellen. Da ist noch gut. Lieferung. Autoteile. Reifen sind immer noch teuer. War nichts anderes zu erwarten. Und Kratzerentferner. Die zwei Sachen brauchen wir. Sehr schön. Gut, wir haben jetzt nicht allzu viel Geld. So viel Geld haben wir gar nicht. Wo denn mal? Gut, dann nehmen wir einen Reifen raus. So. Wunderbar. Wir brauchen es. Oh, die Werkstatt frisst mir irgendwann nochmal die Haare vom Kopf, du. Gut, er kümmert sich da sehr gut drum. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich so hier, so komme ich nie zum Ollehull. Kunde an Kraftstoff, da kümmere ich mich drum. Dort ist mein Job. Sehr schön. Awesome. Gut. Du nochmal. You're a lifesaver. Sehr schön. Naja, zumindest ein bisschen Kleingeld. Da ist schon wieder Dreck. An der Kasse wird wohl hoffentlich nicht so anstrengend sein wie in der Werkstatt bauen, dass der nicht so oft Pause macht. Das wäre schon doof. So, den
Kunde und Korse macht er, kümmere ich mich auch mal kurz hier rum. Was sein muss, muss sein. Kunde und Kraftstoff haben wir, glaube ich, gleich auch wieder. Aber auch mal kurz streicheln muss sein. Sehr schön. Da kommt meine Lieferung, hat er ja noch mehr voll. Jo, natürlich hat er noch mehr voll geschmiert. Oh, nicht einer zu erwarten. Genau, so. Noch mehr? Ne, aber hier verblosst die Farbe. Das muss auch nicht sein. Kunde und Werkstatt, das müsste sie machen. Nee, ich wollte doch nicht die Farbe ändern, Mensch. Ne, mir ist hier nicht vollgeschmiert. Sehr schön. Dann kümmern wir uns auch mal darum. Die Bude wird auch schon wieder dreckig. Jo. Bin schon da. Zum Glück jetzt mal angestellt. Ein bisschen Arbeit abnehmen. Komm mal rein. Geld kommt auch langsam. Kunde hat Kraftstoff. Das mache ich sofort. Immer mit der Ruhe. So, weg mit dir. Aber Dalli. Hab Kunde an Kraftstoff. Kunde an Kasse müsste bedient werden. Ja, ist noch keiner in der Pause. Jetzt habe ich zwei Kunden an Kraftstoff. Gut, gut, du brauchst hier echt angestellt. Sonst brauchst du das irgendwann nicht mehr. Gut, Schotten dicht. Bin schon da. Die Bude hier sieht auch schon wieder aus, du. Danke. Gut, gut. Du noch mal. Thanks. Alter, was hier los ist, ne? Was hier los ist. So, mal kurz wieder hier alles wegputzen. Jetzt ist hier gerade richtig Party, du. Und das ohne Partybus. Die kaufen gut ein. Da kann man sich nicht beschweren. So, Werkstatt haben wir jetzt ein bisschen. Muss ich bloß gleich noch einräumen. Wir haben zwar jetzt nicht so viel, aber es ist halt auch alles so teuer. Die Werkstatt war hier irgendwo. Ich laufe immer die falsche Seite raus, ne? Aber wirklich immer. Da ist die Werkstatt. Kunde und Werkstatt, das wird sie schon tun. Hoffe ich. Jo, ist er schon dabei? Aber die müsste ich ja nicht auch mal streichen. Erstmal hier alle rein. Danke. Spiegel haben wir noch. Reifen auch rein. Zack. Ja, wow, ich bin ja schon weg, Mann. Ich bin ja schon weg. So. Wieso liegt hier schon wieder Dreck? Müll ist auch schon wieder voll. Raus damit. So. Ja, den kann ich aber auch gleich ausleeren. Wunderbar. Zack. Gut, der macht zumindest einen guten Job. Jo, der Polizist quakt nach Alkohol. Ja, Alkohol wollte ich mich jetzt mal drum kümmern. Alles andere haben wir jetzt erstmal. So, Lieferung. Produkte. Und zwar Alhol. Wir haben ja extra Alhol. So, wir nehmen erstmal das billige Fluchhorn. Amsdommer, das ist ein Bier oder so. Whisky Original, Saffron Lloyd und Chevins. So, ich muss mal kurz nach der Preußen hier gucken. Wir haben ja jetzt auch nicht so dicke, ne? Erstmal von denen zwei. Das müsste gehen, oder? Ja, ich glaube, es geht sogar von jedem drei. Dann haben wir da erstmal ein bisschen was auf Vorrat. Jo, Bestellung. Was? Hast du auch. Was? Wie kassierst du, Junge? Wie kassierst du? Tut das Not? Der Kunde war nicht zufrieden. Absolut nicht. Was hat er da? Oh, Mann, du. Awesome. Ach, so eine Angestellten kann man sich auch nicht verlassen, du. Dabei hat er doch drei Punkte da drin, oder nicht? Oma, ich mach die Bude gleich selber. Du kassierst mal vorne ab. So, warte mal. Kann man so eine Angestellten nachgucken? Kann man, ne? Statistik. Fülling Level 2 und tanken hat sie 2-2. Oh, guck, Kabel her zwischen 10, ja, weil sie es so lange macht, ne? Die werden ja besser. Cash und Gesell Level 4, ja, also müsste ordentlich gehen, ne? Die werden ja besser mit der Zeit. So ist das nicht. So, um die Kunden hat sie sich schon gekümmert und die Wäsche. Sie ist ja mittlerweile auch richtig fix dabei, ne? Gleich müsste man eine Alhol-Lieferung kommen. Den müssen sie auch ein bisschen glücklicher sein. So, ich geh mal kurz das Klo sauber machen. Das ist ja auch schon wieder voll getrempelt. Wunderbar.
Da kommt die Lieferung. So, ansonsten alles im Griff hier. Hoffen wir doch mal, ne? Jo, ich gehe schon zum Lagerhaus. Ich gehe schon. Das Schlimme ist, die machen gleich Pause. Und wie es aussieht, sogar Fastbeute gleichzeitig. Ja, oh Mensch. Den Vormänner in die Hacken, den kommt, muss auch nicht hupen. Gut. Renn mit dir. Ich brauche den Allowool. Torgedenke, oh, guck mal, wie gut jetzt Geld reinkommt. Sehr schön, sehr schön. Rinder. Kunde an Kosse, das wird er wohl machen. Noch hat er keine Pause. Kunde an Kraftstoff, mache ich gleich. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Sehr schön. Wunderbar, alles lit. Nein, da ist noch mehr. Okay. Hast du auch noch was drin? Jo, jetzt. Gut. So, weg mit dir, mein Freund. Weg. Aber Dolly, ich habe zwei Kunden am Kraftstoff. Du hast wie gleich eingeliefert in die Regale. Genau, genau. Naja gut, ich kann sie mit dem Reparieren machen. Ein bisschen eher Feuer an. Ah, schon mal schön, dass du mir an der Kasse hilfst. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Wir wollen die Bude hier schließlich wieder ausbauen. Er kriegt das schon hin. Ich kümmere mich erstmal um Kunden und Kraftstoff. Sehr schön. Und einmal du. Sehr schön. Dann bewegt euch hier mal weg. So, wir füllen den Eimer das Allowool-Regal auf. So. Du hast noch mit drin. Er stellt hier aber auch alles quer durcheinander rein, ne? So. Sehr schön, sehr schön. Na ja, warte mal, da passen noch mehr rein. Ja, gleich kaufen. Ne, gleich kaufen wir, jo. Sag doch, die haben drauf gewartet. Dann bräuchte er sich so oft nachfüllen. Brauchst du noch mehr rein? Nee, ne? Ne. Gut, das dürfte zumindest wieder ein bisschen Geld geben. Kunde an Kurse macht er schon. Oh gut, das ist eine verkehrte Welt hier, ne? Angestellter arbeitet an der Kasse, während Chef die Bude putzt. Da, gut. Oh, sieht aus selten, ne? Oh, ich glaube, der macht gleich Feierabend, du. So, ich denke mal... Oh ja, komm, richtig Geld rein durch den Alkohol. Das dachte ich mir. Sehr schön, sehr schön. Gut, den kann ich ja nochmal. Leider ist es wichtig. Leider Autoteile bestellen, zumindest Reifen. Die wären ja nicht billiger, ne? Nehmen wir ein paar Autospiegel und ein paar Kratzer. So, warte mal. So, Motoröl haben wir noch genug. Muss ich Leute ein bisschen bestellen? Oh, 6 Reifen dazu. 6 davon kannst du überhaupt leisten? Nee, ne? Na doch, doch. Geht, geht, geht. Sehr schön. Er macht das schon. Die ist im Ausruhmodus. Da geht er wahrscheinlich gleich auch hin. Aber noch geht es. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht, während er sich ausruht, der Portibus kommt. Das wäre ganz schlecht. Das wäre sehr, sehr schlecht. Gut, gut. Kunde an Kraftstoff. Jo, das machen wir. Das machen wir. Müll ist auch schon wieder voll, sehe ich gerade. So langsam wird es nämlich voll auf der Tanke. Wunderbar. Du nochmal. Ich will die Werkstatt halt auch ein bisschen vollhauen. So. Na, noch arbeitet er. Noch arbeitet er. Die Frage ist nur, wie lange. Er dürfte, glaube ich, in den Ausruhmodus gehen. Dort Ding ist auch voll. Yo, ich kümmere mich sofort um die Lieferung. So. Mein Lager war dort. Ne, ne, da, ne. Da, irgendwo. Da. So, er dürfte, glaube ich, sich echt ausruhen. Ja, dann muss ich aber jetzt mal gucken, dass ich Geld reingeschäffelt kriege, um die Boyen gleich zu bezahlen. Das sieht sonst ein bisschen blöd. Komm rein. Genau. Schorten auf. Raus damit. So, so, so. Weg mit dir.
Kunde in der Werkstatt, ja natürlich, sie ist im Ausrüstungsmodus. Kunde in der Werkstatt, kümmere ich mich gleich drum. Moment. Geht ja nicht alles auf einmal. Ich brauche dein Geld. Geht nicht anders. So. Den einmal hier raus. Muss ich in die Werkstatt? Damit wir das Ganze hier auch mal vernünftig dekoriert kriegen und so mit der Zeug. So, Räufen rein. So, Spiegelrin. Haben wir zumindest mal wieder ein Paar. Davon hatte ich auch ein Paar bestellt, ne? Jo. Sehr schön. So, was hast du denn für Probleme, mein Freund? Gucken wir mal. Die Bäume sind ja im Ausruhen. Oh, Reifen, ne? Nur die Bahnreifen und die Tür, ne? Okay. Gut, gut. Erstmal die Reifen. Müssen wir uns das ausnahmsweise mal selber machen. Wir brauchen das Geld. Sehr schön. Räumer weg damit. Kunde an Kasse. Ja, der macht ja auch gerade. Ja, gut. Kunde an Kasse muss auch an Kraftstoff auch. So. Räumer. Zack. Nehmen wir Reifen mit. Genau. Wollen wir ran? Drei Kunden vor der Kasse. Gut, das ist natürlich auch blöd, dass die gerade beide gleichzeitig Feuer machen. Nee, das ist natürlich... Haben wir gleich. Wir müssen mal einmal kurz den hier loswerden. Sehr schön. Und die Tür. Wo? Da brauchen wir einmal diesen Kreuzer in Fähne. Das war welche Tür? Die da. Da ist der Kratzer. Genau. So, aufräumen tun wir es wieder. Erstmal die Kunden. Ey, was will ich denn dem Klo? Kunden mit dem Kraftstoff? Die bringen mehr Geld und ich muss meine Angestellten ja auch gleich bezahlen. You're amazing. Sehr schön, sehr schön. Du, Eimer. Wunderbar. Jetzt habe ich schon 5 Kunden an der Kasse, du. Oh, Mann. Gut, gut, gut. Du, Eimer. Oh, jetzt kaufen sie den ganzen Alkohol. Jetzt kaufen sie hier ich den ganzen Alkohol. Alkohol ist aber auch teuer in der Bestellung. Aber da zahlen auch gut dafür. Also so ist das nicht. Meine Angestellten konnte ich definitiv gleich bezahlen. Meine Werkstatt ist gleich fertig. Mit Ausruhen. Also sie ist gleich fertig. Oh, kaufen wir ordentlich Süßigkeiten. Good job. Genau, genau. Den, oh, die Schlange hier, du. Gut, aber im Moment habe ich ja nur eine Kasse. Nein! Tut mir leid, tut mir leid. Oh, Baby, I don't think so. Stell dich nicht so an, Mensch. Da ist noch ein bisschen Staub dran. Kann man wieder aufessen. So, die Nächsten. Was denkst du, ist mir von der Kasse gefallen, Mann? Das kann mal vorkommen. Genau, und da nochmal. Zum Glück habe ich momentan keine anderen Kunden. Sie ist fertig mit Ausruhen. Die schicke ich hin, sobald ein Kunde in der Werkstatt ist. Aber ich könnte sie schon mal bezahlen, damit ich sie losschicken kann, wenn es soweit ist. Wunderbar, wunderbar. Gucke mal, gucke mal. Hat sie gerade erledigt? Da ist Kunde in der Werkstatt. So, Lady, du wirst einmal bezahlt. Und natürlich gleich an die Arbeit geschickt. Autos reparieren. Da bist du eh die Beste drin. Sind die ganz fertig? Den kümmere ich mich erstmal um die beiden Kraftstoffkunden da. Sehr schön. Super. Wunderbar. Super. So, hier kann ich aber nochmal nachfüllen, oder? Ja, komm hier und probier Düschen rein, der passt hat. Sehr, sehr schön. Da geht auch noch ein bisschen was rein. Gut. Süße Kohl muss ich nachbestellen. Da denke ich, es so gut wie voll. Nein. Nein, du sollst es doch nicht rausnehmen, Mensch. Das zur Order hatten wir schon. Ach, hat er wieder reingestellt. Beim letzten Mal ging es nicht. Oh, oh, da steht ja so viel drin, Mensch. Hier, hau die rein. Da haben wir kaum was drin. Genau. So, der macht auch einmal sauber hier die Booty. Warte mal, bevor ich sauber mache. Er ist auch fertig. Einmal kurz den Guten hier bezahlen.
Sehr schön. Und den gehst du auch wieder in die Arbeit. Du gehst wieder, bediene die Kosse. Genau. Auch wieder, Dommel. Angestellter kommt gleich. Ich muss hier Put ziehen. Oh, der wird schon gleich angewitzt kommen. Der steckt wahrscheinlich in seinem Wohnwagen fest. Gut. Da kommen wir da schon. Siehst du mal. Gut, gut. Den haben wir das auch erledigt. Der wird das schon machen. Jo, Kunde an Kroschow. Das ist natürlich mein Job. Oh, der kommt ja wieder gut schon da rein jetzt. Sehr schön, sehr schön. So, ich muss einmal kurz ein bisschen Süßigkeiten nachbestellen. Da haben wir kaum noch was. Oder besser gesagt, zumindest nichts mehr im Lager. So, Produkte. Die Snacks. So, davon haben wir eh so gut wie keine mehr. Den Rest, na die vielleicht nicht, aber hocken wir mal wieder ein bisschen. Den Rest haben wir eigentlich noch, ne? Aber gut, nehmen wir doch noch mal ein bisschen, wir nehmen von jedem auch ein bisschen was mit. Schade kann es nicht, die noch. So, wie viel Geld haben wir jetzt? Nicht allzu viel. Wir sind, naja, das passt noch, das passt noch. Wieso haben wir Popcorn zweimal? Noch nix. Davon noch mal, das passt noch. Geht jetzt erstmal gut. Kann man ja später noch bestellen. Hunde an Kroschow, das kriegen wir hin. Lieferung kommt gleich schon. Sehr schön. Alter, wie schnell das hier dreckig wird, ne? Ich muss die Regale ja auch wieder auffüllen können. So, den kümmere ich mich auch mal kurz um Müll. Noch ist er ja nicht da. Der raus, der raus. Nimm den Müll mit, Junge. So. Einmal Rinder. Genau wie Duster. Jo, Kunde an Kraschdorf. Ich weiß, ich weiß. Zack. Lieferung ist auch unterwegs. Oh, dann haben wir jetzt, glaube ich, auch erstmal wieder alles. Gut, in der Werkstatt jetzt nicht so viel. Sehr schön. Er macht was, sie arbeitet. Passt doch. Gut, dann würde ich sagen, sind wir vor der erstmal am Ende. Morgen nehmen wir dann erstmal unsere Lieferung an. Können wir zumindest ein bisschen auffüllen. Doch sind die Regale ja relativ voll. Gott sei Dank. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.